Ja, und die waren dann offensichtlich ja anders drauf als ihre Truppe dann. Wie waren die denn drauf? Waren die schick und straight und Die waren anders angezogen, die saßen so selber schick, so eben so schicke Kleidung, schicke Autos, schicke Waffen, alles schick. So wie die reichen Verwandten und die armen Verwandten, ne? Ungefähr war Verhältnis RAF 3. Juni. Wir haben in so irgendwo in Kreuzberger Hinterhof eine Wohnung gehabt und die hatten eben im Europacenter oder am Kudamm und so ihre Wohnungen, illegale alle, aber ja, wir haben irgendwelche Autos gefahren, die haben natürlich immer schick Porsche, Maserati und Iso Rivolta und große italienische Sportwagen. Von diesen Iso Rivolta gab es 3 Autos in ganz Deutschland. Davon müssen Sie einen rumfahren. Ja, nun muss man sich mal richtig schön überlegen, wie irre kann man denn sein. Man kann jeder Polizist auf den Strichblock rauskriegen, halt mal, wie viele Autos fahren gerade durch Deutschland? 3 und ich sehe 1. Ja. Ich habe auch Andy immer gesagt, der hat ja immer die Hände vollgeschrieben mit Telefonnummern. Ich sage, Andy, hör auf zu telefonieren, ist dir klar, das wird abgehört. Dann haben sie zur Antwort gekriegt, ja, aber ein Telefon ist ein sehr praktisches Gerät. Ich sage, ja, aber für die andere Seite auch, du Depp. Ich sage, geh zu Fuß, die Autos können sie kontrollieren und das Telefon. Alle Technik haben die einen Zugriff, da sind die besser wie wir. Wenn du zu Fuß gehst und wenn du irgendjemanden treffen willst, so kontaktierst, kriegen die gar nichts mit, weil sie ihren Apparat nur einsetzen, ihre Technik. Da läuft ihre ganze Technik ins Leere. Das ist Mensch gegen Technik, was wir hier machen. Und nicht, ich baue mir meine eigene Technik auf. Das wird nicht klappen.